Ivo, wir haben noch ein bisschen hin bis zur Saisonbeginn, aber die Vorbereitung läuft ja schon. Wie sieht's aus bis jetzt? Bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Im Pokal sind wir weitergekommen, die erste Runde gegen Aligisten, haben dort 3-1 gewonnen. Wir haben viele Neuzugänge, die müssen wir dieses Jahr einbauen, aber sind bis jetzt sehr zufrieden. Okay, gutes Stichwort Neuzugänge. Wie sieht es da aus? Kurzen Überblick, was habt ihr neu, was ist gegangen? Also wir haben insgesamt 5 Abgänge, davon 5 Stammspieler. Zvonimir Kvesic ist in die erste gegangen als Co-Spielertrainer. Vitor Gete und Waldemar Krutsch haben leider aufgehört mit Fußballspielen. Freddy Wonus und Marco Filipovic sind nach Mähling gewechselt, sind 5 Stammspieler von 11. Dafür haben wir 9 neue bekommen. Stefan Geiser haben wir vom Sportfreunde geholt als Torwart. Holger Schöner ist als Torwart von der ersten dazu gekommen. Dann haben wir noch Sebastian Sorg dazu bekommen, Sven Ingo Sorg dazu bekommen, Max Wohnert dazu bekommen, Robby Wusic dazu bekommen und jetzt hoffe ich, dass ihr und Nils Döllinger und Simon Döllinger noch dazu bekommen, also komplette Mannschaft eigentlich dazu bekommen. Okay. Kannst du vielleicht auch sagen, mit welchem Spielsystem du dann in die Runde gehen willst? Wir wollen auf jeden Fall mit der Viererkette weiterspielen, ob wir jetzt im 4-4-2 spielen, wie bis jetzt bei den Testspielen oder im 4-2-3-1, ist nicht noch ganz sicher. Tendenz geht aber wahrscheinlich zum 4-4-2. Okay. Kannst du uns vielleicht auch oder möchtest du uns auch schon sagen, was du sagen musst, was die Stärke des Teams diese Saison sein wird? Also das muss man einfach noch schauen. Die Mannschaft ist komplett neu zusammengewürfelt worden. Letztes Jahr die Stärke war einfach die mannschaftliche Geschlossenheit. Dieses Jahr ist bis jetzt, muss man einfach sehen, die spielerische Klasse von den Einzelspielern. So ein Simon Dörlinger, Sebastian Sorg, Sven Ingo Sorg, tun die Mannschaft einfach durch ihre spielerische Substanz einfach bereichern. Ob es dann reicht, von ganz vorne müssen wir sehen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, um in die ersten 4 zu kommen. Es ist Fakt, dass TSV Oferdingen für mich als Topfavorit gilt. TSV Sonnenfing wird dann vorne dabei sein, Sveti Sava, Türks Potetting. Aber sicherlich, ist, wenn die Mannschaft schnell zusammenfindet, werden wir unter den ersten 4 landen. Wenn es gut läuft und wir bei der ersten keinen abgeben müssen, dann werden wir sicherlich auch um die ersten 2 Plätze mitspielen, so hoffe ich. Kannst du uns auch was zu deinem Auftaktprogramm sagen? Sagen wir vielleicht mal die ersten 3-4 Spiele. Wie siehst du es? Das erste Spiel, was wir haben, ist gleich gegen Sveti Sava. Wird sicherlich nicht ganz so einfach, da werden wir auch sehen, wo wir stehen. Das zweite Spiel geht gegen den SV Klems. Wenn wir da mit 4 Punkten starten würden, wäre ich hochzufrieden. Was siehst du persönlich als Highlight oder auf was freust du dich in dieser Saison? Ich freue mich vor allem, dass ein Sebastian Sorg, Sven Ingo Sorg bei mir in der Mannschaft sind, ein Simon Döllinger, dass ich solche Leute trainieren darf, die jahrelang in der ersten gespielt haben, teilweise mit den Jungs sogar zusammen früher aktiv gespielt habe. Freue ich mich extrem, die bei mir in der Mannschaft einfach zu haben, weil ich glaube, jeder Trainer freut sich über so viel Klasse in der Mannschaft und auch menschlich sind die Jungs wirklich ganz, ganz fein. Sebastian Sorg wird bei uns Führungsspieler sein, gehe ich davon aus, wird Captain sein, einer von den dreien, genauso wie Tobias Nowat und Kevin Lars. Aber ich freue mich einfach, dass ich so eine gute Truppe trainieren darf. Okay, dann danke ich dir schon mal. Offensive oder Defensive? Offensive. Messi oder Ronaldo? Messi. Pizza oder Pasta? Pasta. Cevapcici oder Eis? Cevapcici. iPhone oder Samsung Galaxy? Gar nicht zu beiden. Liegestütze oder Klimmzug? Liegestütze. Deutschland ist verdienter Weltmeister? Ja. Bayern München wird wieder Deutscher Meister? Ja. Die SG Reutlingen spielt kommende Saison in der Kreisliga A? Ja. Die SG 2? Ja. Nach einer Niederlage? Bin ich sehr frustriert. Wenn wir gewinnen? Bin ich sehr glücklich. Meine Spieler sagen über mich? Felix Quelix. Und Fußball ist? Die schönste Lebenssache mit Sex im Leben wahrscheinlich. Alles klar. Ivo, wir wünschen dir eine gute Saison. Vielen Dank. Danke, vielen Dank.